So, Schena hat mich gesehen. Das heißt, wir werden demnächst auf ihn treffen. Ich nehme an, Alter Shinji, kannst du mal Feierabend machen, dass er hier irgendwo sitzt. Denn er hat mich kurz gesehen. Das heißt, er wird irgendwo hier sein. Dann wird es nicht lange dauern, bis ihr den herrlichen Staat Griechenland kennenlernt. Boom. So. Jetzt möchte ich eigentlich mit denen gar nicht mehr zu den Ruinen da unten. Das sind die Barbaren drin, ne? Jetzt wird es spannend, ob die mich angreifen. Gewöhnt sind erstmal, wenn man sich auch verhandeln. Korrekt. Korrekt. Er hat mich nicht angegriffen. Er geht weiter da rein. Das ist gut. Das heißt nämlich für mich, ich kann mich erstmal ein bisschen heilen. Ich möchte hier auf Land gehen, bitte. Wir werden ihn bald treffen. Das ist jetzt sehr spannend. Das macht es wirklich. Ich habe die Tür zuvor entdeckt. Das Blöde ist natürlich, dass er auf der Insel schon alles ausgeräumt hat. Aber, oh nein, da ist ein Barbarenlager direkt bei denen in der Stadt. Ach nein! Sieh an! Xena-Tiger! Ist gar kein Barbar. Er sieht nur ähnlich aus. Er ist ein bisschen helleres Rot als das Rot, deswegen habe ich das verwechselt. Ja, geilo, da haben wir ihn doch schon. Schick, schick, schick. OSLP, sieh zu. Ich bin jetzt gerade hier. Bitte. Wenn man den anderen Spieler halt nicht mehr als Fragezeichen hat. Genau so ist es. Und das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Diplomatisches Treffen. Nächste Runde. Also jetzt. Channel switched. Also jetzt. Dann, ich grüße Sie, werter Herr. Ich grüße Sie auch, werter Herr. Mit wem habe ich es denn zu tun? Sie sprechen mit China Tiger, dem Herrscher von Äthiopien. Äthiopien, aha. Eine kleine, aber feine Nation. Sie waren das Land, was mir freundlicherweise die große Bibliothek weggenommen hat, wenn ich das richtig sehe. Also meine Bauarbeiter waren sehr fleißig, um da etwas ja in die Wege zu leiten. Kann man schon so sagen. Naja, ob das erstmal zu Ihrem Vorteil ist, mag sein. Ob sich das weiter auszahlt, werden wir dann sehen. Aber erstmal bin ich froh, andere Völker getroffen zu haben, abseits von kleinen Stadtstaaten. Ja, ich finde es auch sehr schön, wenn man mal andere Schiffe als die eigenen sieht. Das ist natürlich richtig. Allerdings können wir bisher noch keine großen Verhandlungen anstreben. Ich würde allerdings vorschlagen, dass wir eine Botschaft gegenseitig eröffnen. Ich war auch am Überlegen, wenn ich schon sehe, dass hier jemand durch meine Gewässer fährt, denn ich beanspruche die Insel, die sie momentan befahren, laut den Botschaften meiner Kundschafter, durchaus für mich. Keine Sorge, ich will Ihnen die nicht wegnehmen. Ich möchte lediglich herausfinden, wo andere Völker sitzen. Ja, ich bin auch an einem freundlichen Austausch wesentlich interessierter. Nun gut, ich habe euch den Vorschlag gesendet und ihr habt ihn akzeptiert. Dann würde ich sagen, erstmal trennen sich hier unsere Wege wieder Ja. oder haben Sie weitere Dinge zu besprechen? Nein, im Moment nicht. Ich habe noch andere wichtige Tätigkeiten durchzuführen. Also ein Reich, auch wenn es klein ist, regiert sich ja nicht von alleine. Nun dann, viel Spaß erstmal. Ihnen auch. Channel switched. Shinji hat auch schon einen Ansprechpartner. Jetzt weiß ich leider nicht wer. Ich glaube, er war gerade bei Playful Pit Bloody Kitten. Aber na gut. Erstmal nicht weiter tragisch. Wir werden den Rest auch noch finden. Wir haben auf jeden Fall erstmal schon was rausgefunden. Nämlich, A, der Pantheon. Pling. Pling. Ping. Ach so. Der Ping. Ja. Er hat nämlich seine Stadt nur auf 4. Meine ist größer. Meine ist größer. Auf 6 nämlich. Und er hat ein Pantheon am Laufen. Das Pantheon werden wir jetzt auch kriegen. Nämlich genau jetzt. Und da werde ich.
des Meeres. Ich überlege wirklich sehr auf Seeherrschaft zu gehen. Es wäre eine Möglichkeit. Produktion von Fischer wurden. Das bringt mir überhaupt nichts. Gott, der Handwerk. Produktionsstätten mit plus 3 Bevölkerung. Das klingt eigentlich ganz geil. Geistheiler, 30 TP und freundlich gesinnte Städte angrenzen. Erdmutter. Glauben will ich. Ich will ja gar nicht auf Religion. Ich will ja eigentlich Gottes Handwerk. Das klingt eigentlich ganz gut. Heilige Gewässer. Muss ein bisschen auf meine Zufriedenheit achten. Die geht nämlich gerade runter. Aber wir gehen auf Gottes Handwerks. Ja. Bam. Einheit benötigt Befehle. So, du gehst da mal bitte zu den Ruins. Gonna be Ruins, Ruins. Naja, Royals eigentlich, aber ist egal. Ich schippe hier mal weiter. Ach, da komme ich nicht durch, ne? Nee, ja, okay. Dann schippen wir wieder weg. Ah, er hat ein Barbarenlager, aber da kümmert er sich schon selber drum mit seinen vorsintflutlichen Waffen. Okay, wir müssen ein bisschen auf die Fröhlichkeit, Zufriedenheit gucken. Wodurch haben wir denn? Durch die Anzahl von Städten, durch die Bevölkerung. Okay. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt ein bisschen was rankriege an Forschung. Womit ich halt Sachen machen kann. Also ich muss den Kalender erforschen, es hilft alles nichts. Kanalfenster im TS zuklappt, so sieht man nicht, wo wer ist. Ah ja. Ach, Schena hat auch Shindy getroffen. Na guck. Gut zu wissen, gut zu wissen. Doch, ich sehe es immer noch. Ich sehe immer noch. Ja. Er hat also beide schon getroffen. Interessant. Das heißt, Shindy sitzt auch irgendwo da hinten. Das heißt, eigentlich müsste ich da durch die Grenzen durch, damit ich da. Wir gehen oben rum. Es hilft alles nichts. Wir gehen hier jetzt mal oben rum. Erstmal gucken wir hier in die Ruinen rein. Wie nix. Was ist denn das für Kack? Nachrichtigungslog, bitte. Ihr habt Glauben. Ja, ich hab doch jetzt gerade. Naja. Whatever. Karte der Umgebung war es nicht. Ja, das ist natürlich. Genf ist natürlich das Problem. Die würde ich ja mir gerne auch zum Freund machen. Das mache ich auch. Ich hole mir die. Das ist mir scheißegal, ob ihm das gefällt oder nicht. Ich gehe zu Genf und mache mit denen Peace, Mann. Auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich Shinji auch. Oh, shit. Jetzt geht mein Schiff flöten. Das ist ärgerlich, weil der mir das jetzt klauen wird. That is very ärgerlich. Alles nicht so einfach hier. Chili ist auch wieder in seinem Channel, also die Verhandlungen waren auch nicht sonderlich lange. Am Anfang ist da auch nicht so viel zu verhandeln. Aber langsam findet man sich. Die sind auch schon auf Schiffen, also die sind auch schon tatsächlich unterwegs irgendwie. Ja, das ist mein Arbeitsboot weg. Das habe ich gewusst. Fuck. Gut, dass ich gerade ein Schiff baue, sodass ich da dann eben oben rumfahren kann. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo Shinji sitzen müsste. Gehen wir da nochmal hin, um uns die Ruinen auch zu holen. 3 Runden noch, dann ist das auch fertig. Was haben wir denn jetzt schon? Ich möchte mal meinen Text sehen, bitte. Bergbau muss ich. Ah, Kalender. Ich mache als nächstes Kalender, egal was ist. Ich muss diese Sachen holen, damit ich Freude dran kriege. Also die beiden Seidendinger. Da sind auch die Hotties, haben wir also auch welche. Immer diese Waren Dave. nee, nee, wir machen es so. Komm, wir sind nicht so. Aber wie dem auch sei. Ja, dann sehe ich das halt nicht. Ist auch nicht so tragisch. Ist eigentlich ja auch fairer. Ob sich alle dran halten, keine Ahnung. Werden wir nie erfahren, wahrscheinlich. Aber China mit 91 Punkten, Alter. Das regt mich so ein bisschen auf. Aber ist egal. Seine Stadt ist dafür ein Pipi-Haufen gegen meine. Was mir auch schon mal gefällt. Oh. Ach ja, wir können hier das Vieh ranholen. Das ist ja auch schon mal was. Zufriedenheit geht immer noch nicht hoch. Das Problem ist, wenn die Stadt jetzt das nächste Mal wächst, wird sie auf Null gehen. Das ist nicht gut. Lazar hat leider auch keine Ressourcen, die sie mir abgeben können. Oh doch, Elfenbein. Wahrscheinlich kriege ich Elfenbein von denen. Wenn man mit Stadtstaaten verbündet ist, dann kriegt man immer den Kram von denen auch geschenkt. Das ist ganz geil. Ich wollte ja mit denen eigentlich nicht dahin. Ich gehe mit denen auch wieder dahin, wo ich hin wollte. Kramesinn braucht schon wieder so lange. Ich gehe auf die Insel. Ist mir kackegal jetzt.
So. Andere Spieler haben wir noch nichts. Weltkongress haben wir auch noch nicht. Schließen. Da können wir nicht viel tun. Aber es fetzt. Ja, langsam kommt hier ein bisschen Bewegung rein. Ich bin immer noch letzter. Das ist mir auch bewusst. Das ist mir aber egal. Ich räume das Feld von hinten auf. Da mache ich mir im Moment gar nicht so große Sorgen. Denn ich könnte Schena, wenn ich jetzt auf Krieg gehen würde, jetzt voll, könnte ich den platt machen. Mache ich nicht. Ich könnte aber. Ich weiß, seine Einheiten, er hat Axttypen. Ich habe auch nur Axttypen. Aber dafür habe ich eine Einheit, die stärker ist als seine. Und das kann schon im Krieg ausreichend sein. So, jetzt setzen wir mal über. So, Weideland bitte. Ein paar Hottehüs holen, also ein paar Kühis. Bisschen Milch trinken und alles. So, und dann ist auch unser Schiffchen fertig. Das heißt, wir können weiter erforschen. Erforsche die Welt. Es kostet ja kein Geld. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt singe. Wir sind bei 82. 0,37. Einfluss haben wir im Moment. Das ist okay. Fürchten wir monetär nicht und werden nicht auf Tributforderungen eingehen. Ja, das müsst ihr auch gar nicht. Ja, gar kein Tribut von euch. Da geht ja mein Einfluss wieder runter. Glaube ist der Minimum für eine Chance auf einen großen Propheten. Vielleicht kommen wir da als erstes hin. Vielleicht bin ich der Erste mit einer Weltreligion. Dann gehe ich auf Schiffe und Weltreligion. Ich werde meine Pläne eh alle 5 Minuten umwerfen. Das ist nun mal leider der Fall, dadurch, dass ich auf so einer beschissenen Insel sitze. Aber hilft alles nichts. Und ich glaube, also, dass Shena auf jeden Fall noch keine Möglichkeit hat, Einheiten zu wassern. Shinji scheint die zu haben. Das haben wir gesehen, weil er bei ihm in Verhandlungen war. Ich kann es trotzdem sehen, weil ich immer noch sehe, ob jemand im Channel ist oder nicht. Aber egal, aber ich weiß nicht, wo sie hin sind. Immerhin. Ja, wer ist denn jetzt schon wieder so lahm? Ach, Shena. Sieh zu, Shena. Na, das ist ja so viel zu dem Thema. Äthiopien, jawohl. Fuck you, Shena, ey. Fuck, Mann. Okay, der Plan ist auch im Wasser. Ach Gott, ich sehe mir gerade alle Fälle wegschwimmen, so ungefähr. Ach Mann. 152, Alter. Felinismus, echt jetzt. Tiger, Großkratzer, Feline, du Katzenbär, du. Ja, ist richtig. Bekloppt halt. Ach Mann, oh. Warum muss das Spiel so unfair sein? Einen anderen Siedlungsplatz haben wir jetzt auch noch nicht gefunden, weil die Insel ist schon besetzt und die Insel ist mir zu klein. Und Lazar mache ich nicht kaputt. Da wäre ich schön bescheuert, wenn ich das tun würde. Ihr habt 80 Gold erhalten. Yay. Und alle so, yay. Naja, immerhin 80 Gold können wir auch mal mitnehmen. So, weiter geht unsere lustige Erkundungsfahrt um die Welt. So, der ist auch angekommen. Positionwellen. Leuchtturm. Großer Leuchtturm, 40 Runden. So was, ich baue den jetzt. Das ist mir echt egal. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich glaube nicht, dass irgendjemand schon da ist, dass er dass er schon den großen Leuchtturm bauen kann. Außer vielleicht Shinji, aber ich glaube nicht, dass er den baut, weil er eigentlich nicht so viel bringt. Da ich aber auf Schiffe gehe, volles Matt jetzt, weil alles andere bringt mir nichts mehr. Ist das halt so. Ja. Und dann werden wir halt nachher mit Zerstörern alle wegpusten. Ist auch kein Problem. So, der geht erstmal einen Schritt vor, damit wir ein bisschen mehr sehen. Ich würde halt gerne Shinji finden. Es kann echt sein, dass er hier auch noch, dass das hier eine größere Landmasse ist. Dass ich hier wirklich nur einfach so eine Nebeninsel habe. Das wäre echt käsig, weil dann haben die echt Ressourcen en masse und Platz en masse. Und man sich nicht gegenseitig wegfetzen. Ich hoffe ja, das ist immer noch so eine Hoffnung, die ich habe. Dass sich irgendwie zwei Völker gegenseitig aus dem Spiel nehmen, indem sie sich gegenseitig wegwämsen. Ja. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass ich da unten jetzt mal gleich wieder eine Landmasse finde, die noch keiner entdeckt hat. Das wäre ganz schön. Ja, könntest du dich bewegen? Oh, da ist natürlich gar nichts. Super. Hier ist auch alles voll mit Wald. Das nervt mich auch. Schiffi, geh du mal da hinten bitte dann. Ist auch IP-Gaming schon wieder so lange.
Pure Mounts. So, okay. So, jetzt werde ich nicht von den Katzenliebhabern angegriffen. So. Da ist unser. Ah, da oben ist noch so eine Land, also so eine Wegzunge, aber das ist. Oh, da ist ein Barbarenlager, das er noch gar nicht geräumt hat. Das trifft sich aber! Hallo Genf! Hallo Genf! Die holen wir uns. Die hole ich mir, die Lili und die Dai. Die brauche ich auch als Verbündete. Ich muss echt gucken, dass ich jetzt mit den Stadtstaaten kooperiere. Dann kann ich nämlich, sobald es losgeht mit Weltpolitik, kann ich die, die mir gefährlich werden, einfach Handelsblockade setzen und dann können die gucken, wo sie bleiben, weil dann haben sie unglückliches Volk und ein armes Volk. Und ich nicht. Naja, wir sehen, wir sehen. Wir werden sehen. 80 immer noch, das ist auch okay. Muss dann halt gucken, haben die noch eine Quest offen jetzt gerade? Nämlich nicht, nee. Habe ich mir nämlich auch gedacht. Irgendwann haben die halt auch keine Quests mehr. Ich glaube, da hinten wird eine Sackgasse werden. Oh. Hallo, Schiffchen. Oh, kaputt. Barbarenschiffe immer kaputt hauen. So, jetzt gehen wir auf Kalender. Das hatten wir ja gesagt. Fall entdecken ist entdeckt. Und der heilt sich jetzt erstmal eine Runde. Damit ihm das auch mit den Kämpfen gelingen mag. So. Ist interessant, dass Schena schon zwei. Also Schena reißt hier gerade so alles, ne? Geht mir ein bisschen auf den Sack. Der holt sich alles, was er kriegen kann, ne? Der Arsch. Eigentlich mag ich Schena, aber im Spiel geht er mir gerade voll auf den Sack. Playful und Carlson brauchen wieder ein Momentchen. Einfach weil er mir alles wegnimmt, was ich geplant hatte. Ich dachte Erste Weltregion, ich dachte große Bibliothek. Na gut, vielleicht werden wir es wenigstens mit der Seemacht. Das ist auch viel wert. Da kann man auch was reißen. Mache ich eigentlich selten, weil Seefahrt eigentlich relativ uninteressant ist. Hier wird es aber ein wichtiger Faktor werden, da bin ich mir jetzt schon sicher. Und deswegen. Auch Playful. Nun komm schon. Drück auf Next Turn. Alles klar, vielen Dank. Das hat sie gehört, offensichtlich. Ich sollte auch mal wieder speichern, langsam aber sicher. So. Aber, ne, bisher keine Problems. So, den machen wir jetzt mal tot. Badalboom, hat es was gebracht? Bei denen leider nicht. Ich bräuchte auch langsam mal wieder eine Sozialpolitik, dass ich auf Patronat gehen kann. Habe ich bisher noch nicht, aber mir fehlen auch so viele Punkte dafür. Also 18 Runden braucht das noch. That is very long. Jetzt geht auch gleich mein Dings hoch hier. Das heißt, mein Volk wird auf 0. Und sobald es auf 0 ist, dauert alles ein bisschen länger. Was käsig ist. Was echt käsig ist. Uff. Naja. So, das Elfenbein von Lazar. Sehr schön. Doch nicht unglücklich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einheitenbeförderung haben wir auch. Ich mache jetzt mal so Vorteilung, weil ich die noch brauche. Da hinten ist nichts weiter. Dann fahren wir hier weiter. Ich hoffe, dass hier jetzt lang kommt gleich, weil sonst ist hier hinten nämlich Schicht. Ah, da geht es weiter. Okay. Das heißt, da ist auf jeden Fall zumindest mal eine kleine Insel. Ja. Genf wird auf jeden Fall. Oh, da ist ein Speer von Schena unterwegs. Der wird sehr gleich herkommen, denke ich. If you want it, you can really want. If you can get it, if you really want. You can get it, if you really want. Trying so high. Na, dann wollen wir mal schauen. Dann, ja, danke. Ja, da ist was. Sehr gut. Okay, dann fahren wir hier mal weiter.
Da ist nichts weiter erstmal. Okay, nächste Runde. Na, scheint doch nicht zu kommen. Gut, dann machen wir hier erstmal Schluss. Folge 5. Es bewegt sich. Es wird langsam. Bis zum nächsten Mal.